Hallo, ich bin Zari. Ich befinde mich heute auf dem Wanderparkplatz in Sayn und heute mache ich das Traumfädchen in Sayn. Das ist das sechste und letzte Traumfädchen und wenn ihr dabei sein wollt, dann kommt einfach mit. Ja, hier von dem Wanderparkplatz am Schmetterlingsgarten in Sayn müssen wir sofort die Straße überqueren und dann geht's hier hoch zur Burg Sayn. Und diesem Zeichen werden wir heute folgen. Ja, hier sind wir jetzt an der Burg angekommen. Meine Welt so grau wie ein langer Regentag. All die Zeit fehlte ein Teil von mir, ich wusste nur nicht, was es war. All die Zeit war ich wie verloren in einer endlos dunklen Nacht. Ich sah zu den Sternen hoch, suchte, was mich glücklich macht. Doch dann warst du da und jetzt ist alles neu. Nichts ist, wie es mal war. Wie die Welt leuchtet, wenn ich dich sehe. Wie alles leuchtet, die Welt bleibt stehen. Ich leuchte, seit du da bist. Es leuchtet, was um mich ist. Wie hab ich das nur vermisst? Komm, nimm mal. An einem Wintertag. Manchmal war mir richtig kalt, wusste nicht, woran es lag. All die Zeit kreiste ich auf meiner Bahn wie ein Stern im weiten All. Ich ahnte nichts von deiner Welt, die für mich im Dunkeln war. AKW Mühlheim-Kärlich. Noch ist es zu sehen, bald nicht mehr. Ja, der Weg führt uns jetzt von der Burg Sayn weg und nun geht's auf die Oskarhöhe und hier ist es so ein, wie man hier sehen kann, so ein richtig tolles alpines Fädchen, so wie ich es am liebsten habe. Und immer schön durch den Wald. Ja, hier geht's Richtung Stromberg zur Oskarhöhe. Hier hoch. Ja, hier an dieser Stelle möchte ich es auch nicht versäumen, euch noch ein frohes neues Jahr zu wünschen und ein schönes 2018 mit tollen Touren und alles, was ihr euch so wünscht. Wie alles leuchtet, wenn ich dich seh. Wie alles leuchtet.
Hier ist jetzt nur noch eine Pampe durch den vielen Regen. Hier der Weg jetzt im Moment aus. Natürlich nicht so schön. Aber da müssen wir durch. Ja, hier sind wir jetzt an der Oskarhöhe angekommen. Da ist auch eine Hütte. Und in der Hütte machen wir jetzt mal Rast und tun uns eine Kleinigkeit kochen, eine Suppe und heißen Kakao. Das tut uns hier bei dem Wetter gut. Ja, gleich sind wir da. Und hier oben hat man auch schön Aussicht unten ins Tal. Sieht man jetzt nicht so richtig durch den Wald. Gehen wir gerade um die Hütte rum. Hier geht es auch steil bergab. Und da hinten auch, die steht hier so schön auf so einem Felsplateau, wie man sehen kann. Ah. Hier hat man schön Fenster drin, zum Rausschauen. Machen wir mal eine kleine Pause. Ja, der Spiritusbrenner ist jetzt an. Mal ein bisschen Wasser heiß machen und machen uns hier so eine Trinkschokolade. Und diese Suppe hier. Ja, das Wasser ist jetzt so langsam gut. Es ist auch schon ziemlich kalt geworden. Ja. Kakao. Und jetzt die China-Suppe. Das ist das Öl. Das ist einmal Chili-Pulver. Das machen wir, glaube ich, mal noch nicht. Erstmal hier das zum Würzen. Die Suppe. Und das Öl. Ist ja alles extra verpackt. Ist nicht schlecht gemacht. So, mal umrühren. Und dann die ganze Sache ziehen lassen. Nochmal den Deckel drauf. So, ich lasse jetzt mir erstmal den Kakao schmecken und dann esse ich anschließend die Suppe. Prost!
Ja, die Suppe ist jetzt auch soweit fertig. Schauen Sie mal gerade runter. Dann werde ich es mal abschmecken. Seht ihr da? Oh ja, die ist gut. Tut gut. Tja, dann lasse ich es mir jetzt mal schmecken. Mahlzeit, bis gleich. Ja, die Suppe ist verspeist, die Trinkschokolade getrunken. Jetzt lasse ich noch ein bisschen den Spiritusbrenner ausbrennen und ein bisschen hier die Aussicht noch genießen. Und dann geht unsere Tour weiter. So, jetzt geht's weiter. Und zwar geht's jetzt hier von der Hütte aus zu dem Kloster oder Abtei sein. Ja, und hier ein Stück deutsche Geschichte. Hier wurde ein Soldat 1940 vor einem Standgericht erschossen wegen Fahnenflucht. Und hier sehen wir schön ein altes Eisenbahnviadukt. Und wir gehen auch jetzt darunter durch und kommen gleich zur Abtei Sayn. Ja, zurück von den Sayner Aussichten hier in meine Ausrüstungskammer. Was ist passiert? Ich nehme an, durch die Kälte haben sich die Akkus entladen. Ich hatte keine Powerbank dabei und leider konnte ich dann nicht weiter filmen. Ich bin nach der Tour, also nachdem die Akkus leer waren, war ich noch an der Abtei vorbeigekommen und dann waren es noch 1,5 Kilometer bis zum Parkplatz. Aber ihr könnt ja gerne nochmal die Tour unter Traumfädchen nachschauen auf Google. Und diese Tour, das waren die Sayner Aussichten. Wie geht's jetzt weiter auf meinem Kanal? Das waren ja die 6 Touren, die ich euch vorgestellt hatte. Und weiter geht's mit Tipps und Tricks. Dann selbstgemachte Bushcraft-Ausrüstung. Dann Flohmarktfunde, die ich vorstellen werde. Und natürlich auch wieder neue Touren. Ich hoffe, die 6 Traumfädchen, die Reihe hat euch gefallen. Ich wünsche euch ein schönes neues Jahr 2018, vor allen Dingen mit vielen Touren, Gesundheit und alles, was ihr euch so vorgenommen habt. Ich bin jetzt raus, euer Zerri Survival. Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Video.